Hallo, ich bin Elie Nyx. In diesem Video zeige ich euch meine liebsten Mods für realistische Schwangerschaften und Familien. Viel Spaß! Wie gesagt, heute geht es mal wieder um Mods, weil Mods machen das Spiel einfach besser. Solltest du übrigens noch keine Ahnung haben, wo du Mods herbekommst, wie du diese installierst oder was sie überhaupt sind, kein Problem. Ich habe dazu ein Video gemacht, das blende ich dir jetzt hier rechts oben ein. Schau es dir einfach an, hier erkläre ich alles, was du wissen musst. Und jetzt zeige ich dir gleich meine Top 4 Mods für realistische Schwangerschaften und Familien. Ich stelle euch hierbei wirklich nur die Mods vor, die ich auch aktiv in meinen Spielständen verwende. Es sind alle natürlich kostenlos und mit der aktuellsten Version des Spiels kompatibel. Die Links und alles weitere findest du hier in der Videobeschreibung. Der erste Mod, den ich euch jetzt vorstelle, der nennt sich Relationships and Pregnancy Overhaul. Dieser ist mehr oder weniger die neueste Version des Woohoo Wellness Mods. Diesen gibt es jetzt nämlich so nicht mehr, aber dafür gibt es eben den Relationships and Pregnancy Overhaul. Dieser Mod ist wirklich riesengroß und hat unendlich viel zu bieten. Deshalb kann ich euch hier jetzt in einem kurzen Video natürlich nicht alles davon vorstellen, aber ich werde versuchen, auf die wichtigsten Merkmale des Mods einzugehen. Dann ab zu unserer Familie. Wie immer zeige ich euch diesen Mod jetzt auch mit der Familie Smith. Hier haben wir Marie und hier haben wir Daniel. Wie schon erwähnt, der Mod hat wirklich jede Menge zu bieten. Eine Sache, die der Mod zum Beispiel zum Spiel hinzufügt, sind Präferenzen. Also eure Sims haben jetzt Präferenzen, ob sie jetzt gerne Kinder bekommen möchten oder eher nicht. Und zwar, wenn wir uns das jetzt hier anschauen und bei Marie hier auf die Simologie gehen, dann sehen wir, sie möchte momentan keine Kinder bekommen. Dieser Sim ist nicht daran interessiert, momentan schwanger zu werden. Sollte es passieren, würde es nicht gut aufgenommen werden. Und wie sieht das Ganze jetzt bei Daniel aus? Bei Daniel sehen wir, er wäre glücklich, ein Kind zu bekommen. Dieser Sim würde es lieben, ein Kind zu bekommen. Egal, ob es die richtige Zeit ist oder nicht, dieser Sim wird Freude daran finden. Also dieser Mod fixt eben das Problem, dass sich Sims normal immer freuen, wenn sie ein Kind bekommen. Und dadurch sind die Emotionen jetzt einfach viel realistischer, weil sich eben nicht alle freuen, wenn ein Baby unterwegs ist. Sobald ihr diesen Mod in eurem Spiel habt, bekommen eure jungen Erwachsenen und Erwachsenen automatisch ein Moodlet, ob sie derzeit Kinder bekommen möchten oder eben nicht. Hierbei gibt es dann drei verschiedene Optionen. Entweder ist glücklich darüber, ist neutral gegenüber oder eben möchte momentan keine Kinder bekommen. Wenn wir jetzt hier auf Marie draufklicken, dann sehen wir hier unter Techtelmechtel Schwangerschaftswunsch wählen. Hier sehen wir eben noch einmal alle Optionen, also wäre glücklich schwanger zu sein, ist neutral über mögliche Schwangerschaft und möchte momentan keine Schwangerschaft. Ihr könnt hier eben auch dann selbst den Kinderwunsch für euren Sim wählen oder ihr könnt auch den Zufall entscheiden lassen. Also ihr könnt die Präferenz für den Kinderwunsch eben jederzeit anpassen und ganz wichtig, ihr könnt es auch für alle Sims anpassen, die ihr nicht aktiv spielt. So, vielleicht habt ihr es euch fast gedacht, hier dreht sich ja jetzt alles um Schwangerschaften und Familien und deswegen werden wir jetzt schauen, dass unsere Marie schwanger wird. Jetzt versuchen die beiden gerade ein Kind zu bekommen. Es wurde nicht verhütet. Okay, gut so, wir möchten ja auch schwanger werden. Gut, schauen wir gleich einmal, ob es geklappt hat. Perfekt, 4-2 Essen, Marie ist schwanger. Marie ist jetzt eben ungewollt schwanger und wenn wir jetzt auf ihren Partner draufklicken, sehen wir, dass wir unter Techtelmechtel jede Menge neue Aktionen haben. Also wir können unseren Partner mal nach Kinderwunsch fragen, wir können Hoffnungslosigkeit über Kind mit Zukunft diskutieren, Daniel sagen, dass er nicht der Vater von Maries Kind ist, also wir können ihn anlügen, Daniel sagen, er ist der Vater von Maries Kind, bitten wegen Kind zu heiraten. Wenn ihr das klickt, dann verschwinden eure Sims übrigens gleich in den Rabbit Hole und heiraten. Man kann sich auch beschweren, nicht verhütet zu haben. Man kann auch über mögliche Abtreibung diskutieren, vorschlagen, zu Kurs für frühe Elternschaft zu gehen, vorschlagen zur Beratung für ungewollte Schwangerschaft zu gehen, ungewollte Schwangerschaft verkünden, Sorge wegen Schwangerschaft teilen, organisieren, Baby zu versorgen. Also wie ihr seht, dieser Mod bietet euch jede Menge neuer Interaktionen. So, Marie wird jetzt gleich einmal hingehen und wird ihrem Partner die ungewollte Schwangerschaft verkünden. Daniel scheint auch schockiert darüber zu sein. Aber er freut sich auch, weil er möchte ja eben Kinder haben momentan und sie nicht. Jetzt werden wir noch über Hoffnungslosigkeit, über Zukunft mit Kind diskutieren. Dann können wir ihm einmal sagen, dass er eben der Vater des Kindes ist. Und jetzt werden wir dann auch zur Beratung für ungewollte Schwangerschaft gehen.
also wie man sieht, das Gespräch nagt auch ein wenig an der Beziehung. Sie sind eben nicht einer Meinung und das tut der Beziehung natürlich auch nicht unbedingt gut. Nicht auf der gleichen Ebene, wegen Schwangerschaftsverkündung. Maries Partner ist glücklich über die Schwangerschaft, wenn doch nur Marie es auch sein könnte. Die beiden gehen jetzt gerade zur Beratung für ungewollte Schwangerschaften. Und Daniel hat jetzt auch eine Stimmung bekommen, und zwar keine schlechte Überraschung. Daniels Partner sagt, dass Daniel der Vater des Kindes ist. Ob man Kinder will oder nicht, in einer festen, exklusiven Beziehung, ist es immer noch beruhigend zu wissen, dass zumindest das Kind des Partners auch einem selber gehört. Keine Überraschungen. Okay. Dann hat er noch eine zusätzliche Stimmung, und zwar so ein Glück und doch so eine Traurigkeit. Daniels Partner hat ihre Schwangerschaft verkündet und Daniel ist so glücklich, dass sein Baby auf dem Weg ist. Das Problem, sein Partner ist nicht so glücklich. Es wurde so verkündet, als ob es das Schlimmste wäre, was hätte passieren können. Sie will das Baby nicht, aber Daniel will es. Und jetzt konzentriert er sich noch auf die momentane Beratung. Ja, auch Marie ist konzentriert. Schauen wir, ob es zu einem Ergebnis kommt. Und sie sind wieder da. Ausreichend hilfreich. Es war gut, die Gefühle mit einem Experten zu besprechen. Okay. Daniel fand das Ganze nicht wirklich hilfreich. Die Beratung hat Daniel nicht geholfen, verstanden zu werden oder besser mit der Situation klarzukommen. Was der Mod zusätzlich noch möglich macht, es gibt jetzt auch künstliche Befruchtungen und Leihmutterschaft. Auch das sehen wir hier unter Techtelmechtel. Und zwar, wir sehen, wir können hier einen Termin bei der Familienplanung ausmachen, man kann sich sterilisieren lassen. Man kann eben auch bei der Agentur für Leihmutter registrieren. Das geht natürlich nicht, solange sie noch schwanger ist. Man kann sich auch entscheiden, Baby durch Leihmutter zu bekommen. Das muss sie erst mit ihrem festen Partner besprechen. Man kann auch ein Baby für einen anderen Sim austragen und die künstliche Befruchtung versuchen. Ja, es gibt auf jeden Fall jede Menge verschiedene Möglichkeiten. Man kann jetzt auch etwas fürs zukünftige Baby kaufen. Man kann auch hier Frieden mit Schwangerschaft machen. Marie ist nicht bereit, sie muss mehr Sachen tun und Gespräche führen, die ihr helfen können, die Situation zunächst besser zu akzeptieren. Wow, das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Wie ihr seht, dieser Mod bietet wirklich jede Menge neuer Möglichkeiten. Ich persönlich liebe vor allem die Option mit der Leihmutterschaft und auch der künstlichen Befruchtung. Das ist vor allem großartig, wenn ihr zum Beispiel mit einem gleichgeschlechtlichen Paar spielt oder wenn eure Sims noch im Seniorenalter gerne Kinder bekommen würden. Nachdem das Kind geboren ist, werden dann noch weitere Interaktionen freigeschaltet. Also man kann sich zum Beispiel über die reibungslose Geburt austauschen oder euer Sim, der gerade ein Kind bekommen hat, kann seinen Partner fragen, ob er Schwangerschaftsgewicht zugenommen hat. Also es gibt wirklich jede Menge neuer Möglichkeiten dank diesem Mod. Der zweite Mod, den ich euch jetzt vorstelle, das ist der Ultrasound Scan Mod bei Little Miss Sam. Wie der Name schon vermuten lässt, mit diesem Mod kann euer schwangerer Sim zum Ultraschall gehen. Und dann könnt ihr eben erfahren, wie viele Kinder ihr bekommt und welches Geschlecht diese haben. Und ja, das zeige ich euch jetzt gleich. Wie wir sehen, Marie ist jetzt im zweiten Trimester. Sonderlich glücklich sieht sie darüber noch immer nicht aus, aber ich glaube, sie findet sich so langsam damit ab. Und für diesen Mod muss sie auch im zweiten oder dritten Trimester sein. Und dann könnt ihr einfach hier auf euer Telefon klicken und dann hier unter Reisen sind wir dann Gynäkologen besuchen. Das Ganze kostet 75 Simoleons und sie kann auch jemanden mitnehmen. Ja, dann hätte ich gesagt, gehen einfach Daniel und Marie gemeinsam zum Gynäkologen und schauen, was sie erwartet. Jetzt sind die beiden beim Gynäkologen und sind in ein Rabbit Hole verschwunden. Also sie sind jetzt etwa für 1 bis 2 Stunden einfach weg und danach kommen sie mit dem Ergebnis wieder zu Hause an. So, sie sind wieder da. Marie ist zurück von ihrem Gynäkologentermin. Sie findet ihre Ergebnisse der Ultraschalluntersuchung in ihrem Inventar. Hier haben wir jetzt auch noch eine Stimmung bekommen. Also Daniel hat jetzt die Stimmung spannende Neuigkeiten. Es ist spannend, das Geschlecht und die Anzahl des zukünftigen Nachwuchses herauszufinden. Jetzt kann die Einrichtung und Dekoration des Kinderzimmers beginnen. Ja, und Marie hat die gleiche Stimmung erhalten. Und jetzt müsst ihr einfach in das Inventar eures schwangeren Sims gehen. Und dann sehen wir hier, wir haben ein Ultraschallbild. Das kann man dann hier an die Wand hängen. Daran erkennt man jetzt zum Beispiel schon, dass es sich hier nur um ein Baby handelt. Und jetzt können wir mehr darüber erfahren. Wir sehen eben, die Patientin ist Marie Smith und dann noch das Ultraschalluntersuchungsergebnis. Die Patientin ist mit einem Baby schwanger, es wird höchstwahrscheinlich ein Junge.
Und wenn ihr mit eurem Sim jetzt darauf klickt, dann könnt ihr es ansehen. Ihr könnt es aber auch umbenennen. Sagen wir, wenn ihr zum Beispiel plant, viele Kinder zu bekommen, dann würde es zum Beispiel Sinn machen, dass ihr die Ultraschallbilder wirklich nach euren Kindern benennt, damit das nicht verwirrend wird. Und außerdem könnt ihr das Ergebnis auch kopieren und dann zum Beispiel an ein Familienmitglied weiterschenken. Ist mit Sicherheit ein super Weihnachtsgeschenk an die Großeltern eurer Sims. Eine kleine Sache zeige ich euch jetzt noch im Baumodus. Und zwar können wir hier auch die Farben des Rahmens ändern. Also wie ihr seht, es gibt diverse verschiedene Farben und da könnt ihr euch eben aussuchen, was am besten zu eurem Haus passt. Ich nehme hier jetzt einfach mal das Weiße. Das war's jetzt auch schon mit dem Mod. Wie ihr seht, es ist nicht unbedingt ein sehr großer Mod, aber für mich ist die Möglichkeit, einen Ultraschall zu machen, eine große Bereicherung für das Spiel. Und wie immer, den Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Der dritte Mod, den ich euch vorstellen möchte, das ist der Miscarriage Chance and Abortion Mod von Little Miss Sam. Wie der Name schon sagt, in diesem Mod geht es um Fehlgeburten und Abtreibungen. Wenn euch diese Themen triggern sollten, dann bitte überspringt diesen Part jetzt einfach, aber ich werde mich ohnehin sehr kurz fassen. Wie schon gesagt, durch diesen Mod besteht jetzt die Möglichkeit, dass eure Sims eine Fehlgeburt erleiden. Hierbei sieht es so aus, dass bei Teenagern die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt am geringsten ist und je älter euer Sims wird, desto wahrscheinlicher kommt es zu Komplikationen in der Schwangerschaft. Übrigens hängt es auch damit zusammen, wie es eurem schwangeren Sim geht. Also wenn ihr nicht auf ihn achtet, zum Beispiel wenn sie immer sehr gestresst ist oder sehr müde ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch viel höher, dass etwas bei der Schwangerschaft schief läuft. Ich kann euch das jetzt natürlich nicht aktiv zeigen, weil man das nicht einfach so provozieren kann. Aber ich erzähle euch kurz, woran ihr merkt, dass euer Sims eine Fehlgeburt haben könnte. Die meisten Sims wachen dabei in der Nacht auf, bei anderen kann es aber auch tagsüber passieren, wenn ihr euch nicht um die Bedürfnisse kümmert und ihr bekommt dann eine Benachrichtigung, dass der Sim Krämpfe hat und ins Krankenhaus gehen muss. Wenn euer Sim dann aus dem Krankenhaus wieder da ist, steht entweder, dass das Kind wohlauf ist oder eben, dass euer Sim es leider verloren hat. Und übrigens, euer Sim kann durch eine Fehlgeburt tatsächlich sterben oder unfruchtbar werden. Ist mir persönlich jetzt noch nie passiert, aber die Möglichkeit besteht. Und wie gesagt, wenn euer Sim eben ungewollt schwanger ist, könnt ihr auch eine Abtreibung durchführen lassen. Hierbei müsst ihr euren schwangeren Sim auswählen und dann hier am Telefon unter Reisen sehen wir Abtreibung im Krankenhaus durchführen lassen. Diese kostet, soweit ich weiß, 1000 Simoleons und wichtig dabei ist, es geht nur im ersten und zweiten Trimester der Schwangerschaft. Und das werden wir jetzt natürlich nicht machen, weil für unseren nächsten Mod brauchen wir natürlich weiterhin eine schwangere Marie. Und das war's jetzt auch schon mit dem dritten Mod. Dieser ist natürlich Geschmackssache, also ob man so viel Realismus in seinem Spiel haben möchte oder nicht, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber wie immer, auch diesen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Der letzte Mod auf meiner Liste, der nennt sich Better Babies and Toddlers. Und wie der Name schon sagt, er macht die Babys und Kleinkinder in eurem Spiel einfach besser. Oder um genau zu sein, es geht darum, dass eure Sims endlich über ihre Kinder sprechen. Aber ich zeige euch das jetzt gleich. Und das Baby kommt zur Welt. Marie muss für diesen Mod jetzt schnell ihr Baby bekommen. Herzlichen Glückwunsch, es ist ein Junge. Das wussten wir ja schon vom Ultraschall. Ich nenne ihn einfach einmal John. Hier ist unser Baby John. Sie hat jetzt auch eine neue Stimmung bekommen. Ich glaube, das ist vom ersten Mod, den ich euch gezeigt habe. Neues Baby. Das Baby ist geboren. Es ist eine Erleichterung, nicht mehr schwanger zu sein. Aber ein riesiger Stress, sich um ein ungewolltes Kind kümmern zu müssen. Vielleicht gewöhnt sich Marie dran. Mal schauen. Wie sieht es bei Daniel aus? Daniel ist überglücklich. Neues Baby. Kein Augenblick im Leben eines Sims ist freudiger als die Geburt eines Kindes. Und er fühlt sich nach wie vor unwohl, weil er nicht auf einer Ebene ist mit seiner Partnerin. Und er hat vorelterliche Panik, weil Marie eben gerade in den Wehen war. Was macht jetzt der Better Babies and Toddlers Mod? Und zwar, wenn wir jetzt auf einen unserer Elternteile gehen, bleiben wir mal auf Marie, haben wir jetzt mit Daniel neue Interaktionsmöglichkeiten. Und zwar unser Better Babies. Hier können wir uns über das Zahnen des Babys beschweren, über die beste Windelmarke debattieren, über das Gefühl der Erschöpfung klagen. Tipps zur Selbsthilfe als neuer Elternteil, dann generell über Babys sprechen, über die Rückkehr an den Arbeitsplatz sprechen. Und hier unter Better Toddlers können wir nach Ideen für Kleinkindermahlzeiten fragen. Also wie ihr seht, es gibt eben viel mehr Interaktionsmöglichkeiten und es ist eben auch viel realistischer, dass sich die Sims tatsächlich über ihre Kinder auch wirklich unterhalten. Sie können sich übrigens nicht nur mit ihrem eigenen Partner darüber austauschen, sondern auch mit allen anderen Sims.
Sie hat jetzt auch eine Stimmung erhalten, und zwar Kleiner Engel, wegen Gespräch über Babys. Ein Baby ist ein Glück, aber auch eine Umstellung für die Eltern und bringt seinen Teil an Ängsten, Freuden und notwendigen Anpassungen mit sich. Übrigens, dank diesem Mod könnt ihr euren Kleinkindern auch endlich beibringen, Mama und Papa zu sagen. Und das können die Eltern dann ihren Sims-Freunden erzählen. Und das war jetzt auch schon der letzte Mod auf meiner Liste. Wie immer, auch diesen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Dieser Mod hat übrigens die Voraussetzung, dass ihr das Erweiterungspack Elternfreunden besitzt und ihr müsst euch noch einen weiteren Mod installieren, aber das könnt ihr auch alles auf der Seite des Creators nachlesen. Gut, das war's jetzt auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein paar Mods näher bringen, die ihr vielleicht noch nicht gekannt habt. Oh, und lasst mir auf jeden Fall in den Kommentaren da, welcher von diesen Mods euer liebster Mod ist. Also, welchen habt ihr in eurem Spiel, welchen hättet ihr gerne in eurem Spiel, aber sagt mir vielleicht auch, welchen ihr gerne nicht in eurem Spiel hättet und warum. Ich bin gespannt und freue mich immer, eure Meinungen zu lesen. Und wenn ihr nicht kommentieren möchtet, freue ich mich natürlich auch über jedes Like und über jeden Follow. Ich bin wirklich ganz neu bei YouTube und freue mich über deinen Support. Neue Videos über die Sims kommen genau auf diesem Kanal jeden Montag und jeden Donnerstag. Dann hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!